Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen, wunderschönen, geilen Video. Mit dabei ist heute wieder... Ganz genau, niemand. Ich bin wieder komplett allein. Leute, wir haben uns Folgendes überlegt, nachdem ich ja jetzt tatsächlich auch schon Nacktbilder verschickt habe an Freunde, dachte ich mir, gehen wir jetzt ganz... Das ist nicht so cool hier. Gehen wir jetzt ganz kurz einen Schritt weiter und schicken direkt... Und schicken direkt Nacktbilder einfach an fremde Personen, holen sie eine Anzeige. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, ganz kurz für die Leute, die wirklich denken, dass ich da sexuelle Belästigung betrieben habe. Ich kann das nachvollziehen. Ihr habt alle keine Freunde. Aber das sind Menschen, die wissen, wie mein Humor ist, mit denen ich befreundet bin. Da ist nichts mit sexueller Belästigung. Die wissen, dass es ein Witz ist. Vielleicht sucht euch einfach Freunde. Ich würde sagen, wir machen das Ganze heute ein bisschen anders. Tobi und Niklas haben ja zwei Schüsseln vorbereitet. Hi, Tobi. Mit... Mann, Tobi, jetzt halt dein Maul! Haben wir zwei Schüssel vorbereitet mit Zetteln und es geht jetzt heute darum, wie schnell ich beide Schüsseln essen kann, oder? Nein. Ach so. Auf den Zettel steht wahrscheinlich was drauf, oder? Nein. Was? Du musst, Zuerst Müsli oder Milch? Zuerst die Schüssel. Du. Okay. Wir fangen auf jeden Fall an. Ich habe hier nette Leute draufstehen. Hier stehen die Leute drauf, ne? Hier stehen die Leute drauf. Hier stehen Personen des öffentlichen Lebens drauf, verifiziert auf Instagram mit dem ach so tollen... blauen Haken und hier gibt es dann Texte bzw. Dinge, die ich diesen Personen schreiben soll. Ich habe keine Ahnung. Fakten. Unnötige Fakten, die keiner wissen will. Bro, wenn ich jetzt da irgendwem was schreibe, sind da Kunden vielleicht auch dabei, von denen ich die Partnerschaft verlieren könnte? Ja, absolut. Okay, ich ziehe jetzt also hier einen Zettel und wir schauen einfach mal rein und wir warten ab und es ist Corinna Bro, oh, Digga, die kommt demnächst nach Deutschland, ne? Ich habe ja auf Twitter mit ihr, sie hat nicht geantwortet. Okay, ich gehe jetzt mal hier rein, Dicker, was für ein dummes Video. Und am Ende schauen wir dann, wie Leute reagiert haben. Ob sie reagieren. Überhaupt nicht. Doch. Alles klar. Das Pfeifen unter Wasser ist in Florida verboten. Das ja. Muss ich jetzt Corinna Kopf natürlich. Wo ist die? Wo ist die in Florida? Ich glaube in L.A. So, okay, wir gehen also hin. Corinna Kopf. Ich habe mit der zum Glück noch nicht geschrieben. Das heißt, da sind keine DMs offen. Ich folge der auch nicht. Das ist schon mal ganz gut. Folgt sie irgendwem, den ich kenne? Nein. Alles klar, gut. Dann schreibe ich ihr jetzt... Whistling underwater is forbidden in... Florida. Und das ist jetzt. Wenn das jetzt klappt, dann schuldest du mir so. Ich habe jetzt geschrieben. Alles klar. Machen wir direkt weiter mit der nächsten Person. Kai Flaume, Dicker, doch nicht, oder? Alter. 1976 heiratet eine Frau aus Los Angeles einen 50 Pfund schweren Felsen. Wie soll Kai Flaume darauf reagieren? Mann, der wird mich doch blockieren, Alter. Ich kann doch nicht jetzt Kai. 1976 heiratete eine Frau aus Los Angeles einen 50 Pfund schweren Felsen. Das passt sogar ganz gut. Wenn ihr jetzt fragt, warum, sag ich ja, wegen nur die Liebe zählt, oder? Dann bin ich da schon mal fein raus. Alles klar, Kai Flaume hat seine Nachricht bekommen. Dicker, ich verliere doch hier... Das war ein bisschen die Los. Ich verliere doch jetzt hier nur Freundschaften. Einer ist okay. Lukas Podolski. Och, Dicker, nö. Da kommt doch wieder nur eine Beleidigung zurück. Lukas Podolski, alright, okay. Schauen wir ganz kurz rein. South Dakota ist das Einschlafen in einer Käsefabrik gesetzlich untersagt. Was soll Lukas... Der schreibt mir nur zurück, Do und dann Hund-Emoji. Mehr ist das nicht, da kommt nicht mehr. In South Dakota ist das Einschlafen in einer... Digga, gibt es Käsefabriken? Fabrik... Aus. Okay, ich hab's Polly geschrieben. Ja, kurz Zwischenfall. Aus. Ja, läuft doch. Two best friends in a room. Was hat der denn? Das Video ist kurz eskaliert. Ja, ich wieder das Video auch. Die haben uns Kamera, guck, einfach gewackelt. Einfach diese Fahrschule. Die nächste Person ist Cristiano Ronaldo. Der schreibt ihn zurück. Der wird mir auf jeden Fall nicht antworten, also kann ich auch den langen Zettel hier nehmen. Wer seinen Kopf ununterbrochen eine Stunde lang gegen die Wand schlägt, verbrennt etwa 150 Kilokalorien. Oh, was soll? Backstreet inside for the tip. 322 Millionen von... Okay. If you hit your head repeatedly on a rock for 1 hour, you'll lose around 150 calories.
Digga, wenn, also ich glaube, der wird mich danach blockieren, weil es als Beleidigung sieht. Machen wir direkt weiter mit der nächsten Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Was für eine dumme Idiotenidee war das eigentlich? Helene Fischer. Oh, bitte ist das. Bitte, Dicker, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, der eine fragt, was ist es? Hummel sind die einzigen Tiere, die rückwärts fliegen können. Ah, oh, schade. Okay, Helene, Helene, Helene Fischer. Die folgt niemandem. Aber ich bin gespannt, was Helene Fischer mir antwortet. Hummeln sind die einzigen Tiere, die auch... Wieso ist da ein Komma? Das ist falsch. Nein, da ist ein Komma hin. Ach. Hummeln sind die einzigen Tiere, Komma, die auch rückwärts fliegen. Ja, genau. Soll ich dahinter noch LG schreiben oder sowas? Schreib, ich finde dich süß. LG. Okay. Alles klar, machen wir gleich weiter. Verdammt nochmal, Dicker. Vanessa Mai, wieso habt ihr nur Schlagerstars da drin? Warum ist kein Schlagerstar? Alter, Cristiano Ronaldo war schon. Es ist unmöglich für Schweine in den Himmel zu schauen. Oh, oh. Oh, das könnte als Beleidigung aufgefasst werden. Dicker, nee. Vanessa Mai ist ja sowieso ein bisschen sauer. Schweine sind die einzigen. Und ich habe dahinter noch zwei Augen gemacht. Alles klar, es wird immer unangenehmer. Red Bull, och Jungs, nee, komm schon bitte. Durchschnittliche Austrittsgeschwindigkeit von Ketchup aus der Flasche beträgt etwa 40 Kilometer pro Jahr. Red Bull. Meinst du, die sind sauer? Ich glaube schon. Ich schreibe Red Bull Germany, wa? Ja, ja. Mann, was sollen die denn von mir denken? Partnerschaft beendet. Die durchschnittlich Austritts... Ich krieg einen Schlaganfall. Ketchup, Kryptogramm, ich kann nicht schreiben, Mann! Aus der Flasche... beträgt etwa 40 km pro Jahr. David Dobrik, absoluter Ehrenmann. Ich hatte den einen Fakt. Was ist denn der eine Fakt? Schildkröten können doch ihren Arsch atmen. Ja, das ist der coolste. Das schicke ich, David Dobrik. Warte, wie sagt der denn? Das ist echt lustig. You, soll ich nur schreiben, did you know? That turtles can that breathe to their... turtles can breathe through their ass. Asshole. Hey Rivi, thanks. Thanks for the nice facts. Cool. Alles klar, Dicker. Machen wir weiter. Pamela Reif. Oh. Dicker, nee, das kann ich machen. Das ist doch unangenehm, Bro. Fledermäuse biegen immer nach links ab, wenn sie ihre Höhle verlassen. Das klingt wie so ein richtig schlechter Anmachspruch. Ich hoffe einfach, dass sie es gar nicht. Sie wird es sehen, oder? Ja, natürlich wird sie es lesen. Fledermäuse. Du bist ein Superstar. Biegen immer nach links ab. Digga, das ist einfach so ein Kreuz, aber ich will eine Fledermaus. Gut. So macht eine Fledermaus nicht. Fledermaus. Fledermaus. Gibt es Fledermaus-Emoji? Alles klar, Pamela Reif. Bitte dafür. Die wird dir sowas von antworten. Ich glaube nicht, dass sie eine Antwort hat. Nein. Das haben wir das letzte. Schrimps haben das Herz im Kopf. An wen? An wen? Pietro Lombardi. Ich sag dir, was Pietro Lombardi machen wird. Pietro Lombardi wird mich left on read lassen dafür. Pietro Lombardi. Soll ich ihm schreiben, wusstest du? Ja, ne? Dass Garnelen in Fleisch Schrimps ihr Herz einfach im Kopf haben? Alles klar. Ich schau mal, ob mir jetzt schon jemand geantwortet hat an der Stelle hier. Nein. Nein, alles klar. Hoffen wir mal, dass jetzt hier nicht die ein oder andere Anzeige oder eine Blockierung kommt. Wir sehen uns dann bei der Auflösung dieser ganzen Scheiße. Let's go, bis dann. So, meine Freunde, es sind jetzt 3 Tage vergangen und ich bin wirklich mal gespannt, wie es hier aussieht. Ich mache mal ganz kurz die Handyaufnahme an und wir schauen jetzt mal ganz kurz rein. Also, geantwortet haben mir Pietro Lombardi und Lukas Podolski. Ich guck mal ganz kurz, wie es bei Corinna Kopf aussieht. Die hat es nicht mal gesehen, alles klar. Schauen wir bei Kai Pflaume. Der hat es gesehen und nicht geantwortet, danke dafür, Kai Pflaume. Dann Cristiano Ronaldo, der hat es nicht gesehen. Helene Fischer hat es nicht gesehen. Vanessa Mai. Ich glaube, sie haben es gesehen, aber nicht geöffnet. David Dobrik hat es nicht gesehen. Pamela Reif hat es nicht gesehen. Pietro Lombardi. Ey, im Studio muss ich mir so Scheiß von dir anhören, Alter. Was ist mit dir los, ey? Komm mal wieder auf den Leben, klar. Was laberst du, Ams? Hahaha, geht es dir nicht gut? Ich glaube, der wollte AMK schreiben. Danke, Pietro. Mir geht's super. So viel dazu. Und Lukas Podolski schreibt einfach nur zurück. Also, SE. Und Red Bull Germany, die haben einfach nur meine Nachricht geliked. Das finde ich schade, dass die nicht einmal zurückgeschrieben haben. An der Stelle, meine Freunde, muss ich ganz ehrlich sagen, ging das mal wieder absolut nach hinten los. Es haben nur 2 Kollegen von mir zurückgeschrieben. Kai Pflaume hat mich ignoriert. Red Bull hat da einfach nur mal ein Like gegeben und alle Frauen, die da interessant gewesen wären, haben einfach nicht geantwortet, meine Freunde. Hallo? Ach so, ich werde ewig Single bleiben? Alles klar, Dankeschön. Verpiss! In diesem Sinne würde ich sagen, war's von diesem absolut beschissenen Video. Und falls ihr jetzt auf die Idee kommt, mir dumme Nachrichten auf Instagram zu schreiben, verpisst euch. Ciao.